Das ist jetzt die Kollegin, die die Balliste abfeuern möchte. Soll, muss, wie auch immer. Irgendwo war so ein Konflikt. Da gab es so eine Schlägerei hier und die Taverne ist doch fast leer. Also so schlimm kann es nicht sein. So. Also, Adept Siege Operator Bear Gambeschieden ist auf dem Weg nach oben. In der Zeit können wir mal gucken, so dass dem Kind geht, hier gammelt wieder irgendwas rum. Tiere werden geschlachtet. Er mag seine Axt und alle möglichen Tiere sind nicht erreichbar, weil die, keine Ahnung, gerade auf einer Treppe stehen oder sowas. Keine Ahnung. So, na komm schon. Das ist aber auch ein sehr umständlicher Weg, Mädel. So. Ab nach oben. So, 120 Ebenen hochgehen, das ist auch immer. Ah. So, jetzt weiß ich nicht, so durchschnittliche Etagenhöhe. Kommt jetzt drauf an. Sagen wir mal 15 Stufen. Geht das? Ja, 15 Stufen. Das heißt, sie müsste 1800 Stufen jetzt hochgehen. Mal von den ganzen anderen Wegmetern dazwischen abgesehen. Nur um diese scheiß Balliste abzufeuern. Wie gesagt, ich werde meine Festung nie wieder so weit unten bauen. Die wird ab jetzt wieder immer oben sein. Und wenn ich mit dem Pumpstack Jahre brauche, ist mir das egal. Dieses, wir bauen da unten, wo direkt die Magma ist, ist zwar schön, aber irgendwie nicht sehr effektiv. Ich mag unsere große Halle. Ich habe noch nie eine so schöne große Halle gebaut. Allein mit dem Magma, mit der Fußbodenheizung und so weiter, das ist ja super. Aber das ist da unten einfach. Man sieht es ja hier. Jetzt hat die sich entschieden, lieber da lang zu gehen, statt die Treppe einfach weiter nach oben zu laufen. Weil es voll cool ist, längere Wege zu gehen. Ich weiß es nicht. Das ist doch jetzt nicht kürzer. Ja, sonst wäre sie jetzt ja hier. Und hier muss sie doch gleich noch irgendwie um zwei, drei Ecken laufen, oder? Also ich bin mir sicher, das wäre da einfacher gewesen. So, nee, doch nicht. Okay, tut sich nichts. So weit ist es nicht mehr. Na, komm, du schaffst das. Ah, guck mal, wir sind schon auf der obersten Ebene unserer Festung angekommen. Auch überall die Ballista-Pfeile rum. Überall. Die können die einfach nicht vernünftig transportieren. Und hier sind die ganzen Tiere, die wir loswerden müssen. Es sind auch diese Insekten, ne? Wenn du dann hier die Zecken und Schnecken und was weiß ich was hier. Das braucht ja auch alles Platz. Ja? Glaube ich. Was haben wir hier? Slug, genau. Schnecke, Schnecke. Dann haben wir hier irgendwelche komischen Flöhe, glaube ich auch. Trips, Srips, Srip, Srip, Srip. Was war ein Srip jetzt nochmal? Die Zecke? Nein. Oh. Zecke wüsste ich, wenn ich es lese, glaube ich. Ist auch egal. Es gibt Schlimmeres. Jetzt hoffen wir nur, dass sie hier ein paar Pfeile mehr abschießen kann. Das würde mich jetzt voll freuen. Na? So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pfeile. So ein paar, paar Dämonen töten, bevor es vorbei ist. Dass sie unter dem da oben wird ein Boden gebaut, extra um das hier zu vermeiden. Und die finden es nicht schön. Gut, übers Eis zu schlittern ist schon cool, ne? Darum geht's, ne? Aber schön übers Eis rutschen, so hui. Es kann schon Fun machen, ne?
Einziger Vorteil ist, weil es jetzt ein bisschen länger dauert und man das ein bisschen, man entschleunigt die ganze Sache trotz der Dämonen ein bisschen und gibt dem Militär Zeit, sich auf die nächsten Kämpfe vorzubereiten. Da ja ein paar unserer Soldaten nicht wirklich trainiert sind, da das ja Ersatzleute waren. Eine Überlegung wäre noch, vielleicht noch ein, zwei weitere Trupps aus dem Boden zu stampfen. Aber Sachen wie diese hier, die dauern jetzt schon so lange. Na, bis mal irgendwie einer sich berufen fühlt, an eine Ballista zu gehen, um zu schießen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass einfach noch mehr Leute im Militär wären, dann würde das noch länger dauern. Und ich habe mich übrigens entschieden, dass ich wahrscheinlich. Okay. Und es fliegt gerade, fliegt gerade, fliegt gerade. Oh, sieht gut aus. Pitsch. Einer fliegt ausgewichen, wahrscheinlich. Hält sie, schwer verletzt, schwer verletzt. Habt ihr neue Verletzungen? Nee, sieht erstmal nicht so aus, ne? So, nächster. Und das Laden dauert. Gut. Das ist, müssen wir hier mal ein paar. Das wäre jetzt nur Novize oder Adept oder was auch immer. Also noch ein Anfänger, was das angeht. Aber. Die können die einfach fixieren. Dann können die nur noch gerade schießen. Piu! Splattering of Pterosaurus, irgendwas lag da jetzt. Schön. Einer ist verletzt, die anderen beiden sind wieder schwer verletzt. Also immer noch so. Jetzt kann ich mehr fliegen. Oh nein. Sie ist aber trotzdem sehr agil. Einer ihrer Flügel ist verwundet. Oh. Los, komm, schießt ihn ab. Macht sie fertig. Ich bin sogar bei Pterosaurus. So, hier. Jumps away vom Pfeil. Pfeil trifft nicht. Pfeil trifft nicht. Trifft Oberkörper. Trifft rechten Flügel. Weicht aus. Demselben Pfeil oder sind das jetzt immer andere gewesen? So, hier will jemand Monster töten. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt unbedingt derjenige dann auch hier gegen Dämonen kämpfen möchte. Nicht weggehen, nicht weggehen. Ja, danke. Naja, du magst deine Axt, alles ist gut. Und Tim. Eingetroffen. Was jetzt hier? Das heißt der neue, ne? Auch Oberkörper getroffen? Kann das sein? Es blutet. Jetzt nicht mehr. Also es heilt unglaublich schnell, ne? Das mit dem Flügel hat sich auch schon wieder geklärt. Es ist einfach nicht wahr, wie schnell hier die Heilung ist. Die Dämonen sind unkaputtbar. Aber ich kann keine Adamantium-Dinger herstellen. Und ich glaube auch nicht, dass Dämonen gegenüber Silber jetzt verwundbarer sind, dass ich sagen könnte, okay, lass uns Silberbolzen verschießen. Das sind ja keine Vampire, sind halt Dämonen. Ich glaube, das tut sich nicht so. Also, da gibt es diese Schwächen nicht mehr. Und Feuer! Nein, erstmal wieder loslaufen, dann Feuer. Und Bäm. Es macht immer kurz Blip. Also war es wieder Blut. Direkt wieder nachgucken. Es wurde schon wieder ein Oberkörper getroffen. Washing the heart. Oh, das liest sich ja schön, ne? Schwer blutend, nur noch blutend. Das ist. Der heilt sich. Hoch, siehst du? Blutet nicht mehr. Die Wunden schließen sich, bevor der nächste Ballista-Pfeil überhaupt eingelegt wurde.
Aber er blutet nicht. Verletzt ist er trotzdem. Also das Herz ist kaputt. Ne, Kopf hat auch was abgekriegt, der Nacken hat was abgekriegt und so weiter. Einfach weiterschießen. Einfach schießen, 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 ab und zu treffen. Und dann schafft man das auch. Dann kriegen wir den weg hier. Jetzt habe ich es weggeklickt, ja, ich bin so schlau. Voll, nicht weglaufen. Nein, nein. Ja, danke. Das ist das nächste Problem. Ab dem Moment, wo sie wegläuft, hat der genug Zeit, sich zu heilen. Und miau, voll rein da. Macht sie platt. Piu. Wieder gucken. Nein, ausgewichen. Kämpft, also wird nur auf den einen geschossen, also den Rest, den trifft das gar nicht. Ist voll schrecklich. Der wirft sich immer dazwischen. Scheint so, ne? Alles andere bekommt keine Verletzung. Nur der eine, der wirft sich immer schützend vor seine Kollegen. Damit die ja nicht sterben. Ah. Militär? Also wir haben hier noch einen Raum. Aber wenn wir da erstmal rein sind, also wenn wir hier mit den Dämonen erstmal sind, dann müssen wir die auch schaffen eigentlich. Sonst war es das. So, bitte nochmal zurück. Genau, Feuer. Piu. Also ich bleibe zumindest dabei, Dämonen mit Ballisten bekämpfen ist nicht sehr effektiv. Er ist wieder ausgewichen. Hat jemand anderen getroffen? Heavy Bleeding. Er ist umgefallen. Er liegt da. Ich weiß ja nicht, wie. Arterie has been open. Yay. Los, nicht nachlassen. Tötet den Dämon. Ich weiß nicht, was hier kaputt ist, aber es ist was kaputt. Das Herz. So. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Nicht wieder aufstehen. Es liegt noch. Noch liegt der Dämon. Gut, wir können das nicht einzeln den Dämonen runterschießen. Ich bin nicht so ganz sicher, ob das jetzt effektiv ist. Wie viel Schuss haben wir jetzt? Ist das der 7., 8.? Ich weiß es nicht genau. Laut Bericht scheinen die öfter, also wenn ein Schuss ist, scheinen die trotzdem öfter auszuweichen. Nicht weggehen, nochmal zurück, bitte. Zurück. Nein, nein, doch. Und jetzt bitte noch treffen. Piu. Und. Duck. Direkt reingucken. Jetzt kämpft der nächste oder was? Upper Body Tuning ist ein Muskel. Nee, ist der selten. Nee, ist ein unterschiedlicher. Na toll, es hat den anderen getroffen. Wahrscheinlich, der eine liegt jetzt halt verletzt am Boden und kann gerade nicht getroffen werden. Deswegen trifft er jetzt den nächsten. Liegst du immer noch da unten am Boden? Nein, du bist heute aufgestanden, oder? Das ist jetzt gerade ein bisschen frustrierend. Ja, ich weiß, ihr seid dehydriert, aber dann solltet ihr ja da draußen nicht rumstehen. So. Militärdruck. Sammeln. Das ist voll doof. Hier. Nee, das geht gar nicht. Eigentlich müsstet ihr. Halt. Keinen Auftrag. Einmal keinen Auftrag und sammelt euch jetzt da. Es gibt ein bisschen mehr Sinn, weil da können sie nicht hin, dass sie vielleicht nicht hier stehen. Weil wir machen nachher die Brücke hoch. Dann können die ja, wenn die jetzt hier dann im Graben stehen, kommen die ja nicht rum. Was erneut after choking on smoke underground. Oh nein! Ernsthaft?
Also, der Dämon, der aus der Unterwelt kommt, beschwert sich darüber, dass er im Untergrund Probleme hatte mit dem Atmen wegen Rauch? Also ich will ja nichts sagen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das müsste doch eigentlich deren Standardsituation sein, oder? Also ich bin mir sicher, Dämonen haben das immer der Nächste ist umgefallen. Bleibt ihr da jetzt liegen? So, das Militär kommt. So, das ist jetzt Brücke Eingang Süd. So, Brücke Eingang Süd, bitte einmal zumachen. Eingang Süd. So. Bull! Sofort. So, jetzt heute. Der eine hat schon gedacht, boah, Alter, nee, ich hab gehört, die Brücke soll zugemacht werden, ich hau ab. Der eine war gerade nackt. Alter, ernsthaft? Kommst du hinten dein Baby mit? Zwerge wieder. Lass uns in den Krieg ziehen. Aber die Babys dabei bitte nicht vergessen. Wir werden von Anfang an müssen die richtig rangezüchtet werden. So, guck mal, der Boden hier ist. Da ist er fertig. Da muss er noch. Und das hier muss noch. Das ist nicht schlimm. So, der Eingang Süd ist fertig. So, das hier ist Brücke Balliste 1. Brücke Balliste 1. Ziehen. Sofort. So, das heißt jetzt natürlich, dass wir mit einer Menge Zwerge jetzt losstiefeln. Namen, Silent Beaver, schön, dass du da bist. Wie passend. Weil, haben noch mal einen Bolzen reingejagt bekommen, die Dämonen? Die Soldaten ganz entspannt und langsam, so hier vorne in der ersten Reihe sind die Mutigen. Die wenigstens auch ein bisschen Ausrüstung anhaben. Okay, wie geht's dir? Das Kämpfen magst du nicht. Guck mal, das sind die Legendary Fighters hier vorne. Die haben da richtig, die haben richtig Bock. Ja, weil denken, wir haben die ersten Dämonen überlegt noch nicht. Das hier ist dann so eher einer, ich habe gerade erst angefangen. Wir sind so die Ersatzkämpfer, die beiden. Ne, ersetzen die Toten vom letzten Mal, genauso wie er. Der ist auch nur gerade so kompetent, hat mal gerade auch so frisch angefangen und denkt sich, ich nehme mein Baby mit. Ist halt auch ganz naiv ran an den Krieg. Und die hier hinten sind gerade mal nur noch Skill und adäquat Novize extra. Oh Gott, du bist der Stolz der Armee, ich sehe es. Okay, also, wenn die vorderen 6 das nicht schaffen, ist der Rest eh chancenlos. Das ist ja nur die Frage, wann geht die Brücke runter? Stellt sich bestimmt gleich ein Zwerg runter und kriegt die auf den Kopf. Ich kenne noch meine Zwerge. So, Ballista. Wird nochmal geladen. Okay. Alles ist gut. So. Soldaten warten. Haben alles im Blick. Wartende Soldaten, fiese Dämonen, Ballista, die geladen wird. Alles gut. Am besten, wie gesagt, kommt nochmal der Schuss. Trifft, dann geht die Brücke runter, damit wir vielleicht noch den ein oder anderen verletzten Dämon schnell überraschen können. Ehe all unsere Soldaten sterben. Wir merken uns, 167 haben wir für unseren Todescounter. Den dürfen wir ja nicht vergessen. Okay. Und da kommt der Bolzen. Und
Dun, 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 dun,